schon, guck mal, Billy. Da, die Ratte ist in den Wischeimer gefallen und kommt nicht mehr raus. Da. Sie ertrinkt. Wahrscheinlich. Ratte, sieh schon, Billy, sie ertrinkt. Ist nur eine Ratte, die ist eklig. Frisst unser Essen, verbreitet Bakterien und kackt in unsere Schränke. Sie stirbt. Sie stirbt, Billy. Guck mal! Billy! Komm zurück! Geschafft, Billy! Du hast sie gerettet! Kleines Kerlchen. Wie alt ich da wohl war? War das 1920? 9? Vielleicht 10? Liegt einfach mal so ein goldenes Motorrad rum. So eine kleine Trophäe. Ja, das macht Sinn. Das macht definitiv Sinn. Liegt hier vielleicht noch irgendwas rum? Wir gehen einfach mal noch eine Etage nach oben. Vielleicht hier liegt da noch irgendetwas Interessantes rum. Hätte ich damit gerechnet. Komm, jetzt balancieren wir noch rüber. Okay, dann nicht. Okay, jetzt gehen wir da hin. Ich denke mal, wir werden auch demnächst noch den Vater wiedersehen bei diesen Flashbacks. Von dem habe ich ehrlich gesagt ein bisschen am meisten Schiss von den ganzen Charakteren, die ich bis jetzt so gesehen habe in Wolfenstein generell. Ich meine, der Vater war schon ein richtiges Arschloch. Also so ein richtiges Arschloch. Wir müssen uns den Baum ansehen. Okay. Solange wir den Baum nicht umarmen, ist alles cool. Billy? Ja? Kann ich dir was verraten? Sicher. Und du sagst es nicht weiter? Ja, klar. Ich flüster es. Ich finde dich total süß. Und ich mag dich. Wo da draußen bist, Billy. Schlägst dich immer noch durch die Welt der Lebenden. Falls sich jemand fragt, warum ich das gesagt habe, von wegen, solange wir den nicht umarmen, ist alles cool. Sieht daran, weil ich auf Arbeit Langeweile hatte, einfach mal auf YouTube gegangen bin und Best of RTL eingegeben habe. Da habe ich so eine Hippie, das war so Frauentausch, glaube ich, gewesen. Da war so eine Hippie-Alte mit ihrem Typen. Und sie haben Bäume umarmt, um die Energie der Natur aufzunehmen. Das war der krankeste Shit, den ich jemals gesehen habe. Abgesehen von der Alten, die Klopapier gegessen hat. Das ist immer noch Hardcore gewesen, Alter. Klopapier, Nutella tunken und da drin gib ihn, Alter. Uah, holy shit. Wo finden sie nun immer diese Menschen in RTL, Mann? Holy shit. Ich meine, stehen die Leute von RTL... Oh Gott. Entweder ich zahle viel Geld für eine neue Taschenuhr... Oder du steigst in den Brunnen und holst sie raus. Mama! Papa! Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia. Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge?
Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Was für ein liebevoller und netter Vater. Alter, ich kann die Typen überhaupt nicht ausstehen. Das erinnert mich alles gerade so ein bisschen an so eine Wohnung von The Last of Us. Überall alles ein bisschen überwuchert. Schöne Grafik. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie keine Nazis sind, die wir in den Haufen ballern müssen. Oh Gott. War das nicht der Raum aus dem Anfang? Mit dem Hund? Selbst verrottend im Grab wäre ich ein besserer Vater als du. Nice. Geht einfach mal ein Werkzeugkit rum. Ein goldener Hammer. Hatten die nicht Geldprobleme? Warum haben die Geldprobleme, wenn die einen scheiß goldenen Hammer unten liegen haben und ein goldenes Motorrad in der Scheune? Ich meine nur. Und irgendwelche random Star-Karten. Ich weiß nicht, für was die Dinger da sind. Wahrscheinlich um irgendein Special-Ding freizuschalten, aber naja, egal. Ich muss jetzt... Wo muss ich hin? Okay, es gibt anscheinend keine Hinweise. Ich muss herausfinden, wo ich hin muss. Alles klar, Spiel. Ich bin ja bekanntlich gut in solchen Sachen. Starkarte. Alter, wie viele Starkarten haben sie ja? Haben die einfach ganz... Alter, jetzt mal, really, ey. Was ist denn das hier gerade? Hey! Sohn, ich hab versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich habe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen. Aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal, wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Tut mir leid. Nachts sehe ich sie. Ganz klar vor mir. Sie kommen, um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Manchmal ist es am besten, sich Problemen direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was? Kann ich die Waffe behalten? Also, ich bin überrascht, aber das war doch eigentlich eine gute Erinnerung, oder nicht, an seinen Vater? Ich meine, der Vater hat ihm jetzt gerade geholfen, seine Ängste zu überwinden. Also ist der Vater jetzt nicht 100% Arschloch, sondern nur 90%? What the fuck? Warum liegt hier ein... blutüberströmtes Tuch. Also ich will gar nicht wissen, was mit seiner Familie passiert ist. Aber ich denke mal, wir werden es hinter diese Tür herausfinden. Alles verfallen hier.
10 Jahre war ich nicht mehr hier. Hab eine 800 Hektar Ranch am Forneysee. Hab im Radio gehört, dass du in der Nähe von Roswell gesehen wurdest. Ich dachte mir schon, du würdest herkommen. Nichts hier drin als schlimme Erinnerungen. Warum bist du dann hier? Willst du dich verstecken? Brauchst du Geld? Tja, da bist du auf dem Holzweg, mein Sohn. Zum Betteln ist es zu spät. Nichts kann wieder gut machen, was du uns angetan hast. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nur an Gefluch und Frost im Gesicht. Wann benimmst du dich mal? Du bist aufsässig, undankbar, dämlich und mit schmutzigem Mundwerk. Ich hab gesehen, wo es für dich hinging. Ich war selbst mal in dem Loch und hab alles getan, um dich verdammt nochmal da rauszuholen. Was willst du denn noch? Ich wollte behandelt werden, als hätte ich dir... Was bedeutet nicht wie Hundescheiße an deinem Schuh? Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Aber du warst nicht zu retten. Bist du jetzt so ein Superkiller-Terrorbombenleger? Du bist auf der falschen Seite. All die Jahre habe ich versucht, was zu bewegen. Aber alle waren gegen mich. Und als der Kanzler kam, hat sich vieles verbessert. Wenn man da mitspielt, kann man ein gutes Leben haben. Frag doch mal rum! Glasgow Witch ist ein Name, den man kennt und respektiert. Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße! Ich brauch deinen Gestank hier nicht! Ein gesuchter Mörder. Bist zur Army gelaufen, als du alt genug warst? Hast deiner Mutter das Herz gebrochen? Wo ist sie? Sie ist weg. Seit wann, was ist passiert? Tja, es gab einen großen, gottverdammten Krieg. Und jetzt haben wir eine neue Regierung mit neuen Regeln. Sie haben sie geholt. Sie ist weg. Und was trägst du da für komische Sachen? Was bedeutet geholt? Sie haben alle geholt, die nicht hierher passen. Und das ist richtig. Diese Welt gehört jetzt uns. Wir müssen dafür sorgen, dass sie christlich bleibt. Du hast sie verraten. Und? Eine Frau, die immer nur meckert und einen Jungen zu einem Mörder erzogen hat. Aber ich hab es schon immer gewusst. Du bist einfach ein großer Haufen Scheiße. Auf die Knie. Vater, ich bin dein Sohn. Auf deine verdammten Knie! Früher hatte ich Angst vor dir. Ich hätte mir in die Hose gemacht mit einem Gewehrlauf im Gesicht. Weißt du, was ich jetzt fühle? Einen gottverdammten Scheiß. Holy shit! Alter! Wer war da dran? Wir haben alles gehört. Wer zur Hölle war da dran? Sie ist hier. Scheiße? Ich muss die Greife zerstören. Erste Kugel richtet nichts aus, aber meine Scheißachsen. Oh Gott! Wie sind wir so schnell hier hochgekommen?
Halt die Fresse! Okay, da muss ich nicht lang. Warte mal, hier war gerade was. Aha. Das ist natürlich der perfekte Moment, um mal einen Brief zu lesen. Jetzt geht auf, verdammte Scheiße! Wir haben schon mal 10 Punkte ins Level Design. Oh. Pisst euch! Scheiße. Kackdinge! Wow. Was zur Hölle? Hat das Ding gerade Kamikaze gemacht? Fuck? Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Aber ich hab nicht mal mehr Granaten. Ich hab keine verschissenen Granaten. Und von irgendwas wurde ich gerade von hinten erwischt. Ja, geil. Die Dinger kommen auch nochmal von hinten. Haben wir nicht noch mehr Gegner, die wir reinschicken können? Oh Gott. Ich weiß, dass da ein großer ist. Und da ist ein kleiner. Der hat Schrotflinten? Der hat fucking Schrotflinten? Wir geben einen Gegner, der so schon verdammt stark ist, noch Schrotflinten? Okay, 2 Schüsse und danach weiter drauf einballern auf den Typen, dann ist er tot. Okay, merken. Alter, what the fuck? Manche gehen ja von denen halt gar nichts aus und andere sind einfach fucking OP oder was? Warum sneak ich denn die ganze Zeit? Holy shit. Wo sind eigentlich meine Granaten? Hier hat doch Granaten gehabt oder nicht? Immer mehr Gegner zu schicken, Alter, das ist gemein. Alter, ist das jetzt Skyrim-Mucke oder was? So, Huss, Huss, oder? Oh, no, was? Mach auf das Scheiße! Ich werd sterben. Ich werd sterben. Lebe! Oh nein, ich werd doch sterben. Ich überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya. Komm schon! Also ehrlich.
Wollen Sie mich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet? Hör damit! Möchten Sie die Braut jetzt küssen? Aber nicht vor der Hochzeit. Schicken wir ihn schlafen. Jawohl. Sie müssen sich jetzt ausruhen, während ich alles vorbereite. Meine Damen und Herren!